Hallo zusammen und herzlich willkommen in Synapsia. Es regnet. Wie immer regnet es. Es ist schlechtes Wetter. Es hat genau dazu gestartet, als ich die Aufnahme starten wollte. Jetzt dachte ich mir, komm, ich lasse es einfach laufen. Weil in diesem Spiel ist ja gefühlt 2 Jahre schlechtes Wetter. Deswegen nutzen wir das jetzt einfach. In der letzten Folge haben wir den Werkzeugmacher gebaut. Hier den Haushaltswaren. Der bestellt auch schon fleißig Haushaltswaren her. Die werden auch hier eingelagert. Und somit müssen wir einen Stand bauen, damit wir die auch verkaufen können. Ich glaube, die gehören zu Luxuswaren, wenn ich mich nicht täusche. Wir gucken einfach mal. Ich baue es mal hier hin. Wobei, wir können das ja hier vor der Kirche. Wenn man sonntags aus dem Gottesdienst kommt, will man Haushaltswaren kaufen. Ist das luxuriös? Luxus? Ist das Luxus? Wir gucken mal. Zack. Und Haushaltswaren werden rot. Ich muss das Einrasten wieder einschalten. Zack. Da, das ist doch Schild für Luxusgüterstand. Ich hoffe, das ist das Richtige. Luxusgüterstand. Haben wir gebaut, ne? Das ist kein Luxus. Wo wird denn das dann verkauft? Ist das Waren? Achso, das gehört zusammen. Muss mal ganz kurz das Ding abrücken. Dann wird es Waren sein, gehe ich davon aus. Chat sagt gerade, Regie sagt gerade, Waren. Und dann machen wir das hier vorne hin. Dann kommst du, weißt du, willst zur Kirche gehen und denkst, ach, guck mal da, ein Topf. Und kaufst einen Topf. So, haben wir da gebaut. Dann unser altes Stadtzentrum. Ja, Attraktivität ist ja hier nicht zu überbieten, ne? Da gibt es ja ohne Ende. Der Wegweiser steht hier noch, sehr schön. Wo machen wir das denn hin? Ich glaube hier daneben. Das machen wir hier daneben. Kauftöpfe. Zack. Und was machen wir hier für ein Dach? Was haben wir denn hier für 2x rot, 2x blau, 2x grün? Alles im Start. Ich kaufe blau. Ich baue blau. Oh Gott, das ist ein bisschen nah, oder? Wo ist denn der Stängel? Wo habe ich den in den Boden gesetzt? Also. Nee, das ist ein bisschen viel. Hier ist der Eingang. Wenn ich dem das jetzt hier direkt vors Haus setze, kriege ich bestimmt eine Beschwerde, oder? Hier hinter. Da ist gut. Hier gibt es jetzt Haushaltswaren. Zack. Sehr gut. Bauen. Gut, dann haben wir einen zweiten Haushaltswarenstand. Und dann sind wir hier oben noch am Start. Und den baue ich ein bisschen hier rüber, würde ich sagen. Wie sieht es denn mit der Attraktivität hier üben aus? Üben? Ja, oder mehr hier hoch, ne? Wobei, da kommt das Kloster hin, dann ist das sowieso wurscht. So. So, neben den Brunnen. Zack. Was haben wir hier für Farben? 2x rot, dann machen wir noch einen blauen. Und bauen. So. Wir haben 1, 2, 3. Hier unten fehlen noch Haushaltswaren. Jetzt ist halt die Frage. Attraktivität ist hier unten. Wo machen wir... Ach komm. Was soll der Geiz? Wir bauen es einfach hin. Fertig. Nicht lang schnacken. Da unten. Zack. Und Farbe rot. Jo. Bauen. So. Wir müssen es auch einlagern, ne? Wenn wir das irgendwo verkaufen wollen, müssen wir es auch einlagern. Das ist ein Lager, da ist ein Lager. Und dieses Lager wäre voll mit Schmuck. Moment, Pause. Schmuck hat mir doch hier unten eingelagert. Mach nochmal kurz die Fenster zu. Das ist das Lager beim Schmuckhändler. Und da kommt Schmuck rein. Und hier, ja, können wir das hier gerade umstellen auf
Töppe. Dann haben wir hier ein zentrales Lager für den Marktstand und der direkt dahinter gebaut wird. Wo haben wir hier ein Lagerhaus? Hier, das ist voll, das ist doof. Weil Bretter hier im... Ach, komm her, wir haben so viel Bretter. Haushaltswaren. Und hier drüben... Ja... Hier haben wir das Lager direkt mit den Haushaltswaren, ne? Dann lassen wir das so. Dann laufen die darüber, passt schon. Hier beim Stand ist noch das falsche Schild. Ja, aber das ist so ein Kelch. Auch wenn es das falsche Schild ist, ist doch egal. Ich glaube, das ist nur optisch. Das ist einfach ein Becher als Haushaltswaren. Das passt. Das lassen wir erstmal fertig bauen. Ich lasse das hier mal auf dreifach laufen, damit der Regen möglichst bald aufhört. Ich finde das ziemlich ätzend, der Regen. Ah, Moment, genau. Wir haben hier oben... Da sind wir. Hier oben haben wir ja Quarz und Kohle eingelagert. Und wir wollen ja Glas machen. Und da uns hier oben das Gebiet gehört, baue ich, glaube ich, die Gläserei hier oben rein oder hier hin. Macht die Krach, die Gläserei. Moment, Produktion. Die macht keinen Krach. Das ist doch perfekt. Wenn die keinen Krach macht, dann kommt die Gläserei. Hier oben sind die Ressourcen, ne? Dann baue ich die direkt hier neben das Lager sozusagen. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Das ist so ein Lager. Da so. Bauen. Nice. Cool. Jetzt warten wir, bis die Marktstände fertig sind. Marktstände fertig. Und die brauchen Kohle, Quarz und was war's noch? Was brauchen die noch? Quarz und Kohle, ja, das war's. Quarz und Kohle haben wir. Kohle wird hier eingelagert, haben wir schon beauftragt, sind schon 100 Kohle drin. Glas ist schon vorgesehen und Quarz kommt auch dazu, perfekt. Müssen wir nur warten, bis es fertig ist. So, wo haben wir denn angefangen mit den Ständen? Hier haben wir angefangen. Marktplatz gebaut. Haushaltswaren. So, den zweiten Stand hatten wir... Oh Gott, wo war das denn? War das hier unten? Oh, das müsste hier gewesen sein. Der hier, ne? Jo. Haben wir auch. Dann, warte mal, den hatten wir. Hier unten hatten wir einen. Ah, der ist noch nicht gebaut. Der liegt noch platt am Boden. Im Hintergrund hört ihr vielleicht den Kater mounzen. Kein Zugriff auf Komfort. Kann ich direkt dich anklicken? Muss unter einem Dach schlafen, um sich wohlzufühlen. Habe ich irgendwelche Beförderung verpasst? Ach, der baut sich gerade seine Hütte. Der baut sich gerade seine Hütte hier am Waldrand. Ah, alles klar. So, welches ist denn fertig? Gut, da müsste eh die Meldung kommen, wenn der Markt schon gebaut wurde, ne? Der wird gerade gebaut, den hat man schon besetzt hier oben. Der hat auch schon 10 Haushaltswaren, sehr geil. So. Das dauert anscheinend einen Moment. Wir können ja mal hier über die Gebäude gucken, ob überall die Glashütte ist nicht besetzt. Achso, die ist noch nicht besetzbar. Da fehlt was. Träger im Lagerhaus. Haben wir ein Lagerhaus vergessen?
da muss ein Markthändler, das wird der sein. Warte. Hä, welcher Markthändler ist damit gemeint? Ist hier oben schon einer fertig? Der ist noch nicht fertig. Kann man das irgendwie, kann man das im... Das kann man doch bestimmt hier anklicken. Hier gibt es doch so eine Suche. Moment. Markthändler. Ach so, weil das Ding schon gebaut ist. Ich verstehe. Der lässt einem praktisch schon zu, wenn der Marktstand, also die Theke, schon gebaut ist. Oh, wir haben keine freien Mitarbeiter. Oh, das ist ja seltenes Glück. Was haben wir denn in der Überproduktion? Wo können wir denn jemand abziehen? Steine. Steine haben wir, wobei die brauchen wir fürs Kloster demnächst. Was haben wir denn in der Überproduktion? Hopfen. Sind das zwei oder einer, der hier schafft? Da werden wir jetzt mal einen abziehen. Und dann machen wir hier einen Markthändler. Und Luxus. So, alle Positionen besetzt, würde ich sagen, oder? Die Glashütte fehlt noch. Militärmission, nö. Solange es sich so machen lässt, alles gut. Genau, ich hatte die Schatzkammer noch erweitert. Da hatten wir hier erweitert mit dem Turm. Ich würde jetzt einfach nochmal, das ging ganz gut, und zwar habe ich hier, ich würde es nochmal erweitern, wollte ich sagen. Ich muss nochmal ganze Sätze bilden. Es gibt hier diese Erweiterungen. Und die können wir relativ hochziehen. Genauso groß wie der Turm. Dann können wir das ähnlich wie bei der Kirche gestalten. So. Und wenn wir jetzt mit T das Einrasten ausschalten. Geht's noch höher oder ist es doof? Oh, so geht's auch noch. So. Jetzt können wir das nämlich hier reinstellen. Dann können wir somit unsere Goldkammern erweitern. Bauen. Das müsste uns nochmal ungefähr 300 Goldreserven mehr geben. So. Aha. Guck mal hier. Wird schon gebaut. Sehr schön. Noch ein Haus. Oh, gut. Jetzt kommen sie auf einmal, wollen sie hier bauen. Warum? Was ist der Unterschied zu sonst? Ist es wirklich nur der Marktstand gewesen? Sehr interessant. Ach genau, die Felder. Genau, das ist auch noch was. Hätte ich in der letzten Folge schon erwähnen wollen. Aber es hat ein freundlicher Zuschauer, Zuschauerin. Moment, ich gucke kurz. Wir waren im Spieletalk. Ich muss kurz den Namen gucken. Genau, liebe Grüße an Taluras. Er hat auf unserem Discord nämlich einen Test gemacht. Er hat einmal den Test gemacht mit den Feldergrößen. Hat zwei verschiedene Felder in zwei verschiedenen Größen gemacht. Taluras. Und hat geguckt, ob ein kleiner Fleck und ein großer Fleck an Feldern einen Unterschied macht. Macht es. Also die Felder machen definitiv einen Unterschied. Ich denke, es wird wahrscheinlich so eine Mindestgröße geben, die halt behakt werden kann. Aber es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wie groß man die Felder macht. Bei den Tieren ist es weniger stark. Also ob du hier 20 Kühe oder 10 Kühe hast, macht kaum einen Unterschied. Das ist wirklich rein optisch. Also hier müsste es jetzt nicht dringen, das Viech. Das Viehzeug. Es gibt ja hier bei den, ich glaube bei den Schafen war es so, gibt es hier eine Meldung, ernsthaft hör auf, das ist glaube ich aus den alten Zeiten, weil viele Tiere, die animiert werden, zum Beispiel Performance vom Spiel runterziehen könnten. Also, ja. Genau, und hier wollte ich die Felder mal nicht so, das hier so eckig da unten. Da können wir jetzt hier so ein bisschen so. Na, damit die nicht so abgehackt sind. Und die Schafe sind eigentlich keine Rollschuhschafe, sondern Schienenschafe. Die sind wie bei so einer... Es gab doch früher dieses Blechspielzeug, wo mit Magneten unten drunter die Figuren bewegt worden sind. Oder gibt es, glaube ich, so beim Modellbau für Eisenbahn und so noch. So sieht das so ein bisschen aus. Beförderung verfügbar. Alle befördert. Militär? Nö. Jetzt ist halt die Frage, macht es Sinn, dass wir hier noch weiter erweitern? Oh, warum sind denn so Leute so schlecht drauf?
Komfortmangel. Wer bist du denn? Der Schäfer, Bertram. Bist du Bertram? Bertram? Bertram, was ist mit dir los? Dir fehlt Gottesdienst und Komfort. Dieser Raum könnte eine Bedürfnis nicht erfüllen. Da gibt es einen Rückgang. Verstehe ich nicht. Also Gottesdienst, ja, ist mir klar. Ne? Dann können wir auch mal erweitern, die Dorfkirche. Oder wir machen vielleicht noch eine zweite Kirche hin. Ist halt die Frage, ob wir uns in die Richtung nochmal ausbreiten mit den Gebäuden. Also hier ist die Kirche. Das war, die hatte auch eine Reichweite, die Kirche, ne? Wenn man die jetzt baut. Nee, müsste man, zack, so. Da. Die wirkt ja nur hier oben, ne? Und die unten wollen ja bestimmt auch eine Kirche haben. Ja, mal gucken. Wir machen jetzt erstmal, komm her. Zack, weg. Die Glashütte ist fertig. Haben wir denn, wir haben anscheinend zwei Arbeitsplätze frei. Wo ist die Glashütte? Die hatten wir hier oben hingesetzt. So, ab jetzt wird Glas produziert. Sehr, sehr nice. Schön. Was machen wir? Eine Schafsstatue. Das fehlt uns. Wo machen wir die Schafsstatue hin? Ortseingang? Hier, warte mal, hier habe ich, glaube ich, das Bauen. Warte mal, da habe ich das Bauen nicht. Doch, habe ich freigegeben. Wieso baut hier keiner? Machen wir die Forst Rathaus? Ich finde ja, oder? Wenn man hier so. Hier kommen ja meist die Boten, kommen hier von hier an. Die kommen hier in das Dorf rein. Ich glaube, wir bauen jetzt eine Schafstatue. Das ist eine sehr gute Idee. Wo ist er denn hin? Nein? Da. Mäh. Jo. Ah, Moment, das hebt aber. Moment. Das hebt aber die Attraktivität. Oder was steht dabei? Nix steht dabei. Aber ich behaupte, dass es irgendwie die Attraktivität erhöht. Das würde bedeuten, eigentlich, dass wir das irgendwo hinmachen, wo wir Attraktivität benötigen. In dem Bereich auf jeden Fall nicht. Hier. Vielleicht so vors Gasthaus, aber dann baut da keiner, ne? Hier oben ist es eigentlich attraktiv. Vielleicht um hier die Industrie so ein bisschen. Das ist aber auch blöde Position. Ins Wasser. Was? Ich könnte ins Wasser bauen? Ernsthaft? Hier ist es halt schon attraktiv. Wenn ich das Ding hier hinsetze, macht es wenig Sinn. Wobei hier die. Also vor die Taverne hier so auf die Seite wäre schon eine Nummer, ne? Weil hier ist es auch nicht so schön grün. Ich meine, vielleicht baut dann da noch. Vielleicht hier so dazwischen. Guck mal, die haben ja hier so einen Weg gelassen. Aber zwei Brunnen nebeneinander ist oder so zwei. Vielleicht hier an dem Brückeneingang. Macht aber auch keinen Sinn. Ich baue es hier davor. Oder? Oh, ist falsch rum, sehe ich gerade. Ich setze es hier so an die Ecke, vor die Taverne. Aber es bringt halt kaum was, wenn wir Attraktivität brauchen. Ne? Dann könnte ich es auch vor die. Vor und. Was ist denn hier los? Bauvorschritte, okay. Schwierig. Das sind wieder so Momente, wo ich auf YouTube mir vorstellen kann, da spult jetzt einer vor, bis er sich entschieden hat. Hier unten würde zum Beispiel Attraktivität fehlen. Hier unten. Da. Guck mal, hier hätten wir auch noch Platz. Ich glaube, ich baue das Ding jetzt hier ins Wasser. Ich baue es hier hin. Dann kann nämlich da noch ein Haus entstehen. Oder wir machen es bei den Schafen, ja. Wäre auch nicht schlecht, ne? Dass wir hier bei den Schafen das Ding hinsetzen. Ich meine, die Schafe hätten es verdient.
Aber da baut halt auch keiner. Wir haben halt kaum Bauland, wo sich das irgendwie auswirken würde. Nee, das macht keinen Sinn. Ich setze das jetzt hier an die Brücke. Dann haben wir den mittleren Bereich um die Taverne haben wir noch ein bisschen attraktiver gestaltet. So, hier neben die Brücke. So ein bisschen auf die Brücke schauend. Bauen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Man hätte natürlich auch hier hinbauen können, weil das dann zu der Schafsinsel geht, aber naja. Wir hätten die Möglichkeit, bestimmt auch mehrere zu bauen, oder? Ich glaube, da geht mehr. Wir könnten mehrere bauen, das geht. So, wie sieht es denn aus hier oben an der Glasproduktion? Wie viel haben wir denn schon? 18 Glas haben wir schon, sehr gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt mal ein bisschen laufen. Dann fangen wir an, die Dings zu bauen. Das Kloster. Hier könnten wir mal was machen. Guck mal, wenn wir uns hier die Attraktivität angucken, können wir das hier noch verbessern. Ich würde sagen, wir ziehen hier so eine. Machen wir hier wie so eine Baumreihe dahin. Zierbaum. Wie sehen die aus? Die gefallen mir besser. So. So. Ach, guck mal hier, sofort. Sofort eingedämmt. Jetzt ist die Frage, wird es attraktiver, umso größer? Was können wir noch machen? Die Ziersträucher haben wir noch. Was haben wir denn überhaupt noch dazwischen? Was würde noch gut aussehen? Büsche, Bögen, ein Brunnen. Ich finde Büsche gut. Setzen wir mal hier so direkt auf den roten Fleck drauf. Zack. Bauen. Hier noch einen hin. Und hier unten noch einen hin. Naja, begrenzt das Wohngebiet ganz gut, ne? Ah, der Wald ist bald weg. Nice, es funktioniert. Es dauert nur eine Zeit lang. Das sind natürlich auch unheimliche Wege. So. Dann können wir eigentlich mal das Wohngebiet noch ein bisschen erweitern. Für die Weinberge langt ja hier dieser Streifen, gehe ich mal davon aus. Das bedeutet, so, oder? Hier die Weinberge runter. Jo. Mal gucken, was daraus wird. Dann können wir das hier auch noch ein bisschen höher ziehen. So. Sehr schön. Gut. Hier, guck mal, hier in der Mitte können wir was Grünes jetzt. Pass auf, wir machen jetzt hier so einen Baum. Der hat eine recht große Reichweite, ne? Der Busch ist ein bisschen kleiner, ja. Was hat der hier? Hä? Ist das gefühlt ein dünnerer Rand? Was bedeutet das? Warum ist der Rand einmal dünn, einmal dick? Okay, der Baum hat überhaupt keine Auswirkung, so wie es aussieht. Interessant. So. Befördern. Alle befördern. Kein Militär. So. Ich hoffe, zur nächsten Folge wird es dann mit dem Wetter wieder ein bisschen besser. Oh, die Bären gehen auch. Oh, Fische auch.
Ah, wir sind zu viele Bewohner mittlerweile, ne? Wir haben schon wieder 10 neue dazu bekommen. Ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam wieder anfangen zu erweitern. Hat man nicht hier irgendwo noch so einen Bärenbusch? Oder täusche ich mich da gerade? Da ist einer. Wo hat man noch einen? Kann man sich die irgendwie anzeigen? Der Vogt. Der kann jetzt auch neue Mineralvorkommen erkunden. Na komm, wir haben eh die Kohle. Such mal. Hat er wenigstens eine Aufgabe. Warte mal, wir hatten noch irgendwo... Hier ist noch einer, hier ist noch einer. Hier sind noch Sammler. Sehr gut. Haben wir hier noch Platz im Lagerhaus? Ich nehme das Wildschwein jetzt hier raus, setze es auf Bären und baue hier oben noch zwei Sammler hin. Jetzt weiß ich nicht, wie das Feld hier aussah. Moment. Ah ja, doch, ich habe eigentlich freigelassen. Sehr gut. Kann ich das offen lassen? Wenn ich baue? Jo, das geht. Sehr gut. Dann machen wir das so dahin. Und noch einen quer. So. So, sehr schön. Dann lassen wir das mal bauen. Dann machen wir da noch ein paar Sammler rein. Achso, sammeln müssten wir auch noch einstellen. Zack. Das haben wir. Ja gut, lass uns mal laufen, würde ich sagen. Achso, und hier der Turm, das machen wir auch noch am Ende. Jetzt haben wir es bald hier. Vom Hütskin auf Skirkskin. Machen wir noch eine Schatzkammer draus. Sehr schön. Ja, Geld ist nicht das Problem. Das ist gut, weil ich dachte schon, wir müssten Militärmissionen annehmen, damit wir das Geld in den Griff kriegen. Aber im Moment sieht es so aus, als würde es reichen. Ich meine, nächste Folge Klosterbau wird wahrscheinlich einiges noch an Kohle fressen. Und wir müssten eventuell den Steinmetz erweitern. Der war hier. Oder? Da. Dass wir noch mehr Steine kriegen. Das geht bis 100. Es gibt übrigens Mods, die die Lagerkapazitäten erweitern. Ich glaube, wenn ich nochmal eine Runde anfange Foundation, würde ich die Mods nutzen, um die Lagerkapazitäten zu erhöhen. Mal gucken. So, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder hoffentlich bei besserem Wetter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Und hier wird es unten auch kuschelig. Interessant. Sehr schön, wie die hier bauen. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.